Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount-Slash-Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount hier aus Torghast. Und zwar ist das einmal das schlundgebundene Streitross. Und wie wir das kriegen können, will ich euch heute mal zeigen. Das schlundgebundene Streitross bekommen wir prinzipiell über einen Erfolg. Und zwar schimpft sich der Erfolg Markloser Meister. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Erzielt einen makellosen Durchlauf auf Ebene 12 in jedem Abschnitt von Torghast, Turm der Verdammten. Und das sind insgesamt, ja, 6 Teile, die es in Torghast gibt, und alle müssen wir auf 12 mit 5 Diamanten abschließen. Bevor wir uns jetzt hier das ein bisschen genauer angucken, will ich mir einmal das Mount genauer angucken. Und zwar ist das auch wieder eins von diesen Geisterponys, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Ihr seht schon, es sieht relativ nice aus. Es gibt ja auch ein paar Farbvarianten, die wir uns auch gleich angucken. Erstmal das Mount Special. Wie jedes Mount, da gibt es nichts Spezielles, aber die Details sind natürlich relativ ausgeprägt und das muss ich sagen, finde ich an Mounts immer sehr, sehr nice, wenn die sehr detailreich sind. Jetzt schauen wir uns mal die anderen Streitross oder Rösser an. Streitross, so, da haben wir sie. Von der Variante oder von dem Mount gibt es insgesamt 4 Varianten. Einmal haben wir das gefallene Streitross, das bekommen wir vom Fallen Charger oder gefallenes Streitross. Das ist der Rare, der hier im Schlund sehr, sehr selten am Durchtigern ist. Da habe ich euch ja schon ein Video gemacht und die goldene Variante, muss ich immer noch sagen, ist eine der geilsten. Dann haben wir Sanctum Dämmer Streitross. Das ist die quasi gleiche Variante, die wir hier haben, bloß mit bisschen hellerer Rüstung und einem lilanen Leuchten. Hier haben wir quasi ein blaues. Die finde ich, die lilane Variante finde ich tatsächlich besser als die blaue. Und das gibt es von den 9 oder die 9. Das ist der dritte Boss im aktuellen Raid, Sanctum der Herrschaft. Dann haben wir das Mount, das ich euch hier gerade am zeigen bin. Quasi schlundgebundenes Streitross, was wir über das Torghast Achievement bekommen. Und dann haben wir seelengebundenes Dämmer Streitross. Das bekommen wir aus der aus geheimnisvolles Geschenk von Venari raus. Das ist quasi die Paragon-Kiste von Venari. Wenn ihr den Ruf auf Max habt und nochmal 10.000 extra Ruf habt, gibt es eine Kiste und da gibt es eine Chance, da einen Mount rauszukriegen. Alle diese Mounts habe ich euch auch schon extra Videos gezeigt. So, jetzt zum Achievement. Hier die makellosen Meister, wie gesagt, ihr müsst nach Torghast rein und erstmal auf 12 hochspielen. Wenn ihr 4 Diamanten schafft, also von 9 einen 9er Run auf 4 Diamanten, dann könnt ihr einen 10er machen. Wenn ihr den auf 4 Diamanten schafft, dann einen 11er und das gleiche auf den 12er. Und den 12er müsst ihr dann jeden Teil auf 5 Diamanten schaffen. Am Anfang mag es vielleicht ein bisschen schwieriger sein, das wird aber mit der Zeit immer leichter. Warum wird es leichter? Und zwar ist es so, dass ihr einen Skillbaum habt. Jedes Mal, wenn ihr einen Torghast-Run über 9 durchlauft, bekommt ihr Turmwissen. Und mit diesem Turmwissen könnt ihr hier Sachen skillen. Ja? Und das sind manche Sachen schon dabei, die relativ stark sind. Vor allem die letzten Trades sind halt sehr, sehr stark. Es gibt dann so einen Ermächtigungsbonus. Wenn ihr ein paar Gegner tötet oder Sachen erledigt, dann füllt sich ein Balken. Und wenn ihr genug Ermächtigungsbonus habt, könnt ihr so einen Button drücken und dann kriegt ihr ein paar Buffs. Ich glaube, Tempo ist es und Lifesteal. Und wenn ihr hier das letzte geskillt habt, dann macht ihr auch noch Schattenschaden um euch rum während dem Ermächtigungsbonus. Und das geht schon ziemlich gut ab. Also umso weiter ihr hier durchkommt, umso einfacher ist es. Ich muss sagen, die ersten 12er, die ich gespielt habe, wo ich auf diese 5 Kristalle geaimt habe quasi, war es noch relativ knackig. Jetzt mittlerweile die letzten, ich laufe durch und ich habe fast 300 Punkte, ja, also weil es dann so einfach wird, da man einfach hier viel skillen kann und natürlich wird das Gear mit der Zeit besser. Und was ihr auch bedenken solltet, was in Torghast auch gibt, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu kleinen Tipps und Tricks, falls ihr euch schwer tut, wir haben die Möglichkeit, hier erstmal die Sockel zu kriegen, die gelten ja überall, aber in Torghast, wenn ihr diese Raid-Sockel habt, geht quasi auch der Z-Bonus. Und ich als Tank habe den natürlich den, hier Blut-Z-Bonus, diesen Blood-Link, und das heilt extrem und macht richtig viel Schaden. Das geht in Torghast hier komplett durch, also auch der Z-Bonus, und das merkt man, das carried schon krass. Dann, was kann ich euch noch für Tipps geben? Ihr könnt alle möglichen Support-Sachen drauf machen, heißt, ihr könnt euch eine Flasche vorher draufhauen, ihr könnt Pots verwenden, ihr könnt ein Food verwenden, ihr könnt Runen verwenden, ihr könnt das Rüstungsset drauf machen, gut, habt ihr ein bisschen mehr Leben. Dann habt ihr ein Schattenkernöl,
wo ihr euch ein bisschen supporten könnt. Dann gibt es noch Drums, die könnt ihr im Auktionshaus kaufen, wenn ihr Lederer seid, selber benutzen, dann könnt ihr euch einfach ein Heldentum ziehen. Ihr könnt natürlich auch Heiltränke ziehen und das ist soweit die Geschichte, die ihr vorbereiten könnt. Dann gibt es zusätzlich noch ein Item, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es noch in der Leiste habe, ich musste nämlich ein bisschen aussortieren. Hier haben wir es, Phantasmatischer Infusor heißt das. Und da können wir, also das Ding gibt es bei Venari, ich glaube die zweithöchste Rufstufe war es, meine ich, dass man, oder vielleicht war es auch die höchste, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, habe das seit Ewigkeiten. Und dann kann man ein bisschen Phantasma verbrauchen und gibt sich noch Buffs. Das kann auch noch relativ praktisch sein. Was ihr dann noch machen solltet, und zwar, wenn ihr, jetzt gehen wir mal in einen Teil rein. Kann ich da euch auch noch ein paar Tipps geben. Übrigens am Rande, ich gebe jetzt hier ein paar Tipps. Ich habe von jedem Run, den ich gemacht habe, also von jedem meiner ersten obere Ebene, die Schmiede und so weiter, ne? Also von den ersten Runs, die ich gemacht habe, wo ich den makellosen Run geschafft habe, habe ich immer eine Aufnahme gemacht des kompletten Runs plus Adamantitgewölbe. Falls das wem hilft, könnt ihr euch das angucken, aber das kommt natürlich jetzt nicht in den Guide rein, sonst würde es das Ganze ein bisschen sprengen. Aber ich habe da eine eigene Playlist gemacht, die könnt ihr euch gerne angucken, vielleicht kann man sich das ein oder andere abschauen. So, jetzt weiter im Text. Als kleiner Tipp, was ihr noch gucken könnt, und zwar, wenn ihr hier reingeht, könnt ihr schauen, was für Segen ihr habt und was für Qualen. Was sind diese Segen und Qualen? Und zwar, die Segen sind Effekte, die ihr bekommt, die positiv sind, ne? Für jedes abgeschlossene Stockwerk erhaltet ihr eine zusätzliche Animazelle. Das ist ganz praktisch. Oder gewährt eine Truhe mit chaotischen Mixturen. Das ist diese Truhe und so weiter. Oder hier toben, wenn ein Gegner getötet wird, vorübergehend eure Fähigkeitskosten und Abklingzeiten verringert. Das hier ist wichtig. Das ist so eine Sache, wo man ein bisschen gucken muss. Da wird die Abklingzeit von Fähigkeiten bis zu 200% beschleunigt. Und das hält immer, glaube ich, 20 Sekunden. Also wenn man da Chainpult, also Mobs umhaut, dann immer wieder gleich nächsten kann man das aufrechterhalten. Und dann hat man seine harten CDs doppelt bzw. dreimal so oft kann man sie usen. Also wenn man da so ein bisschen die Segen durchschaut, was man denn hat, dann kann man quasi seinen Playstyle anpassen und richtig viel Nutzen draus ziehen. Also das sollte man so ein bisschen beachten. Ich mache es oft so, dass ich halt einmal reingehe, mir die Segen und die Qualen angucke und dann vielleicht auch tatsächlich die Talente ändere. Ne? Also das kann man dann auch noch machen, weil wenn man jetzt sich das anguckt, da 2-3 Minuten braucht und dann erst loslegt, hat man ja das Problem, diese Punkte, die man am Ende hat, die gehen ja auf Zeit und bei dieser Zeit ist es so, dass wenn ihr länger braucht, dass ihr weniger Punkte kriegt, so einfach ist es halt, ne? Ich kann jetzt mal kurz gucken, ob ich hier noch, ich glaube, ich habe da noch eine Aufnahme von einem Run. Ich glaube, den hier, sorry, dass das jetzt so ein bisschen hell war. Dann auf in die das ist nicht die Frakturkammer, das ist, Moment, das ist, ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich ziehe das jetzt mal rüber. So, okay, da haben wir es. Und zwar klicken wir mal jetzt hier relativ am Ende rein, wo wir beim Boss sind. Da kann ich euch das mal kurz zeigen. Hier müsste Punkt, okay, das wir sein. Sind 50 jetzt mute Punkte. Ich mich mal. Okay, so. Also, ihr seht, warte mal, kann ich das hier pausieren? Ihr seht hier, dass man für verschiedene Sachen Punkte bekommt, ne? Abschluss, diese Punkte bedeuten einfach, was habt ihr mitgenommen? Das sind Mobs, das sind die Seelen, das sind die Vasen, das sind so NPCs, die man anquatschen kann und mitbegleiten. Also da kommt sehr viel Zeug rein. Ihr müsst wirklich am besten alles mitnehmen, was geht, um die Prozente hochzukriegen. Ich hatte hier 98% in dem Run. 100% ist natürlich optimal. Für jedes Prozent, das ihr habt, kriegt ihr einen Punkt. Jetzt könnte einer dann sagen, ja, dann suche ich jede Ecke ab und mache da ewig rum. Ja, kann man machen. Das Ding ist, man sollte aber halt auch schnell sein. Umso schneller ihr seid, umso mehr Punkte kriegt ihr bei Zeit. Heißt, die zwei Sachen beißen sich so ein bisschen. Ja? Und dann ist es so, dass es auch noch den Ermächtigungsbonus gibt. Immer wenn man irgendwas abschließt, füllt sich der Balken hier. Und wenn es ab über diesen Punkt drüber ist, dann kann man den Extra-Button einsetzen. Und dann geht der Balken quasi von dem Punkt, wo ihr wart, wieder rückwärts. Ne? Und in der Zeit habt ihr, glaube ich, mehr Tempo und Lifestyle, meine ich. Und man kann halt noch zusätzliche Sachen dazu skillen. Bei dem Baum, was ich euch vorher gezeigt habe, dass man zum Beispiel auch noch explodiert und da eh Schaden macht. Und alles, was ihr dann tötet,
oder Vasen aufmacht oder Seelen aufmacht, da bekommt ihr dann wiederum den Ermächtigungsbonus hier rein. Ich hatte hier 29%, das ist nicht viel. Ja, gut, das ist ganz okay, aber ich war schon mal über 50% hier, ne, beim krassen Run. Und das sind die drei großen, groben Sachen, die man machen kann. Und dann gibt es noch sehr, sehr viele kleine zusätzliche Sachen. Zum Beispiel, ich glaube, Brandschatzer ist, dass man alle Vasen kaputt macht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was alles einzeln ist. Also ich glaube, Fallenmeister ist, dass man keine Falle auslöst. Dafür gibt es Punkte. Retter ist, glaube ich, die Seelen. Ich glaube, Räuber ist, wenn man bei dem ersten Mittler, kann man so eine rote Orb kaufen, die schmeißt man auf den Mittler an sich selber drauf, dann stirbt der Mittler dadurch und man kriegt eine Orb mit 400 Anima raus. Da gibt es auch Punkte. Also ihr seht, es gibt für alles mögliche Punkte. Dann, ich glaube, Draufgänger war, wenn man zwei Elite-Mobs innerhalb von 5 oder 10 Sekunden tötet, irgendwie sowas. Plünderer ist, wenn man, glaube ich, alles mitnimmt. Horte ist, wenn man am Ende beim Endboss noch 500 Anima oder Phantasma über hat. Heißt, man sollte gucken, dass man am besten da lieber das Phantasma nicht ausgibt. Dann gibt es auch noch einen Trade, ich glaube, den habe ich jetzt hier nicht, dass man keine epischen Trades mitnimmt. Dann gibt es noch irgendwo einen Trade, dass man 30 Anima-Bonis hat insgesamt. Also es gibt für alles mögliche Extra-Punkte quasi, will ich damit sagen. Ich glaube, das müsste Sammler sein, ja. Viele Sachen, die tun sich auch gegenseitig ausschließen. Deswegen sollte man sich so ein bisschen überlegen, auf was man quasi hier abzielt. Es gibt dann auch noch einen, wenn man den Endboss unter einer Minute, glaube ich, umhaut, unter 30 Sekunden, unter 20 Sekunden und so, dann gibt es halt immer mehr Punkte, ne? Also wenn ihr den Endboss schnell umhaut, dann gibt es mehr Punkte. Wie viele Punkte braucht ihr? Ihr braucht 200 Punkte, dann habt ihr einen makellosen Run, also 5 von diesen Diamanten. Ich hatte jetzt hier 258, ihr seht, das war jetzt schon relativ easy, das war aber auch der letzte Run, da hatte ich den Turm schon ein bisschen ausgeskillt. Wenn ihr die Runs anguckt, jetzt den ersten oder zweiten Run, den ich absolviert habe, dann seht ihr, da war es bei mir noch wesentlich knapper und da hatte ich auch noch weit nicht so viel Gear, beziehungsweise hatte da dementsprechend auch diesen Skillbaum noch nicht so weit ausgeskillt und dementsprechend war das halt doch noch wesentlich schwerer. Gut, jetzt machen wir das mal kurz zu. Bei den Qualen solltet ihr auch noch gucken, was ihr da habt. Da gibt es manchmal relativ ätzende Sachen. Ich kann euch vor einer Qual insbesondere warnen, das habe ich jetzt tatsächlich hier nicht. Es gibt eine Qual, wenn ihr auf 40% droppt, kriegt ihr einen 4. Und das ist mit Abstand die schwierigste Qual von allen, finde ich. Ich als Druid Tank spiele es tatsächlich hier so, dass ich reingehe und sehr große Pulls mache. Ich pull teilweise 1-2 Räume zusammen und cleave die halt einfach weg. Und oft läufst du rein, willst das zusammenpullen und du droppst runter und droppst runter und du ziehst eigentlich deine Dev-CDs, wenn du low bist. Das Problem ist, wenn du auf 40% droppst, nicht dann quasi eigentlich was ziehen willst, kannst es nicht ziehen, wirst aber gefeiert und dann töten dich die Mobs während dem Vier und du bist tot. Und das hat mir so viele Runs versaut. Also das ist der einzige Negative, den ich persönlich sehr schwer finde. Das kann aber von Klasse zu Klasse, von Spielweise zu Spielweise sehr unterschiedlich sein. Deswegen müsst ihr euch da so ein bisschen reinfuchsen. Aber ihr könnt euch, wie gesagt, gerne die Runs angucken. Ich habe insgesamt alle 6 Runs aufgenommen und die, wie gesagt, auch in der Playlist drin. Und ja, ich werde die euch dann, denke ich, auch verlinken. Ja, das sind jetzt soweit die Tipps, die ich euch geben kann. Man kann das Ganze hier auch in der Gruppe machen, das geht auch. Ich habe mir von vielen DDs sagen lassen, es ist wesentlich entspannter, wenn man als DD mit einem Tank zusammenspielt. Kann ich jetzt wenig zu sagen. Ich habe alle immer solo gemacht, einfach weil ich es halt für mich selber schaffen wollte, ne? Aber man kann das Ganze auch in der Gruppe machen und eventuell ist das dann für euch einen Ticken einfacher. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Guide. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben oder habt ihr noch Tipps für die Community, schreibt sie gerne unten rein. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Telar, bis zum nächsten Mal. Ciao.